Von der Eröffnung des neuen Stadion Magdeburg bis zum Ende dieser dramatischen Saison war die Spielzeit 2006-2007 ein aufregendes Abenteuer für den ersten FC Magdeburg und seine Fans im Kampf um den Aufstieg. Hier wird nun erzählt, wie es dazu kam. Die Leidenschaft für den Fußball, der Traum vom Sieg, die Spieler, der Kampf, die Fans und ihre Liebe zum Club und wie sie zusammen feiern gegen Rechtsradikalismus und Gewalt. Der Europapokalsieger von 1974 schreibt nun ein neues Kapitel in seiner Geschichte. Dies ist Blau-Weiß. Glorious 70s, how could we ever forget? Legends and victories, those were the good times we had. Jahre nach dem Sieg über den AC Mailand in Rotterdam spielt der erste FC Magdeburg mit seinen treuen Fans in der Regionalliga, aus der demnächst die dritte Bundesliga hervorgeht. Aber mit dem erfahrenen Trainer Dirk Heine, dem früheren FCM-Torwart, und dem fantastischen neuen Stadion, das von der Fußballlegende Franz Becknbauer persönlich eröffnet wurde, sieht die Zukunft für die blau-weißen Helden sehr gut aus. Magdeburg, wie Sie ja schon sagten, eine Fußballstadt mit einer großartigen Geschichte, Europapokalsieger geworden, ist zwar schon eine Zeit her, aber trotzdem, das ist in die Geschichte eingegangen. Und ich wünsche den Magdeburgern, dass Magdeburg in die zweite Liga aufsteigt. Ich weiß nicht, ob das in der Planung ist, aber hier in der dritten Liga werden sie nicht bleiben. Die nächste Station ist einmal zweite Liga, dann muss man natürlich wieder mal kräftig investieren. Ich denke, das gibt diese Region her. Und dann vielleicht gibt es die Möglichkeit, mal wieder sich in der ersten Bundesliga zu sehen. Kann man nicht mehr vergleichen. Es sind über 30 Jahre her. Das Gefühl war natürlich damals wunderbar, das 2:0 zu machen. Damit sind wir Europacup-Sieger geworden, der Pokalsieger. Und das ist natürlich eine schöne Erinnerung für mich. Ja, so lange Zeit ist es her, aber über 30 Jahre. Man freut sich immer wieder, wenn man so etwas sieht. Also ich bin mein Leben lang hier drin. Ich bin auch noch im Aufsichtsrat tätig in diesem Verein. Und wir hoffen natürlich, dass wir so schnell wie möglich in den bezahlten Fußball kommen. Ja, die Fans sind einmalig, die sind in andere Zeit noch gewöhnt von früher. Und ich muss sagen, was sie heute wieder abgezogen haben, war einmalig. Na, die Fans sind halt hier speziell besonders, weil halt damals der Club halt viel Tradition hat. Wir haben den Europapokal damals gewonnen, also unsere Vorfahren, wir ja nicht. Und da speziell ist Magdeburg schon immer eine Fußballstadt gewesen. Und die Fans hier in Magdeburg lieben den Fußball, die leben dafür und dessen sind wir uns als Spieler bewusst und deswegen heißt es auch immer, an jedem Wochenende das Beste zu geben und damit die Fans halt sehen, dass wir halt alles tun für den Verein. Ich hoffe, dass wir ja bald wieder Europacup-Spiele sehen. 74, ja, war ich dabei. Aber nicht in Rotterdam, aber hier in den Vorrundenspielen. War schön. War ein Zusammengehörigkeitsgefühl, war sehr fein. Das muss man natürlich ganz realistisch sehen und heute Schritt für Schritt denken. Ich glaube, als Spitzenmannschaft in Europa, das wäre vermessen, das von Magdeburg zu sagen. Und da gibt es inzwischen ja auch ganz andere Kategorien in der ersten Bundesliga mit Stadien von 50, 60, 70.000 Zuschauern und anderen Regionen. Da, glaube ich, können wir im Moment nicht mithalten. Ja, es ist ja so, dass der 1. FC Magdeburg natürlich ein traditionsreicher Verein ist, ist ja klar. Und die Zeiten haben sich natürlich auch etwas gewandelt. Und ich sage mal, seit der Wende, muss man ja deutlich sagen, ging es ja eigentlich mehr oder weniger immer mehr bergab mit dem 1. FC Magdeburg. Ja. Die Krönung war natürlich dann noch, sage ich mal, noch die Insolvenz im Jahre 2001. Und seitdem haben wir ja wirklich Stück für Stück kontinuierlich wieder was aufgebaut und ich denke mal auch seriös aufgebaut. Das sieht man jetzt auch im ganzen Umfeld des Vereins und das ist eigentlich das Wichtige, dass der Keller, sage ich mal, oder das Fundament wurde gesetzt und das richtig ordentlich betoniert worden ist. Und jetzt muss man sehen, dass man peu à peu ja, mit den richtigen Risiken natürlich auch weiter nach oben kommt. Das ist das Bestreben. Aber wir können natürlich jetzt uns auch nicht mehr so vergleichen mit der Zeit, was war 74. Wir leben natürlich auch von der Tradition, ist auch ganz wichtig. Aber man kann es damit nicht mehr vergleichen. Die Regionalliga, das ist natürlich weit unten angesiedelt inzwischen. Aber man ist auf dem Weg nach oben. Und insofern vergleiche ich das schon
ein bisschen von der Euphorie her, dass man da wieder anklopft an das große Tier. Der 74. Erfolg, das war einmal. Wir müssen aber jetzt bestrebt sein, nach vorne unsere Blicke zu richten. Und wir müssen sehen, dass der 1. FCM Ähnliches wieder fabriziert. Allerdings erst über die 2. Liga, dann über die 1. Liga. Und wie es dann weitergeht, das fragen Sie mich bitte nicht. Das fragen Sie denen, die dann alle noch leben würden. Wir sind am Anfang auch keine gute Mannschaft gewesen. Aber was uns ausgezeichnet hat, und das hat man auch gesehen, wenn der 1. FC Magdeburg in ein Pokalfinale gekommen ist, und das war insgesamt 7-mal, dann ist er 7-mal Pokalsieger geworden. Und das ist heute auch mit der Mannschaft so, das freut mich, dass die erstmal fightet bis zum Umfallen, und wenn es dann nachher nicht klappt, dann gut. Aber deswegen bin ich auch optimistisch, dass die das packen. Das Ziel ist ganz, ganz eindeutig von allen hier in Magdeburg, dass wir die Liga halten. Wir sind aufgestiegen in die Regionalliga und spielen jetzt in der Regionalliga fast, sagen wir, mit der gleichen Mannschaft, haben 9 Punkte Abstand zum Abstiegsplatz, sind allerdings auch bloß 3 Punkte nach vorn. Das Hauptaugenmerk bleibt Klassenerhalt, das ist klar. Aber eben, wir gucken schon nach vorne und verlieren natürlich die Mannschaften hinter uns nicht aus den Augen. Becknbauer ist ja die absolute Sportikone, großes Aushängeschild, und ja, wir freuen uns natürlich auch sehr. Sehr schön, ja. Ich hoffe, dass wir sehr viel Zuschauer bekommen hier in Magdeburg. Vor allen Dingen reines Fußballstadion, ohne Leihfahrbahn oder irgendwas. Nur ein schönes Gefühl, es macht Spaß hier zu sein. Man kann den Tag einfach mal genießen. Die unteren Spielklassen Deutschlands und insbesondere Ostdeutschlands haben mitunter große Probleme mit Rechtsradikalismus und Gewalt. Um ihren Einsatz im Kampf gegen dieses Problem zu zeigen, präsentierten die Verantwortlichen des 1. FC Magdeburg ein riesiges Hingucken-Banner im Stadion, um für Toleranz und Demokratie zu werben. Leider gab es in der gegenüberliegenden Kurve ebenfalls ein Banner von Nationalsozialisten. Dieses wurde sofort, zusammen mit seinen Besitzern, von der Polizei entfernt. Fußball ist nun mal eine große Anziehungskraft, und da kann man die Botschaft am besten rüberbringen, und man setzt sich auch mit so einem Thema hier ganz stark auseinander. Man sieht es ja auf den Fußballplätzen, und deshalb freue ich mich auch, dass der 1. FC Magdeburg uns auch bei der Eröffnung mit dieser Aktion Hingucken unterstützt hat. Da müssen wir bloß dranbleiben und da müssen wir dran arbeiten, und das Management vom SEM ist da ausgezeichnet. Wir versuchen es mit Überzeugungsarbeit, mit Fanarbeit, hier eine vernünftige Atmosphäre zu erzeugen. Die Chance ist ja einmalig in diesem neuen Stadion, hier was Positives zu bewegen. Und die Probleme, die es gibt, die gibt es, glaube ich, in jedem Verein, und die müssen wir jetzt langsam rausdrängen. Ja, ich denke, alles, was verbindet und was zusammenführt und was vereint, ist hilfreich. Und ich glaube, dass wir auch als Mannschaft da ein absolutes Vorbild sind, weil wir auch hier bei uns schon Spieler hatten, die von einer anderen Nationalität her sind. Und da haben wir die Spieler wunderbar integriert, und die haben sich alle sehr wohl gefühlt. Ich denke, dass das auch nach außen zeigt, dass wir da sehr tolerant sind, dass wir miteinander gut umgehen. Ich denke mal, dass unsere aktiven Leute, auch die BG und auch die Ultras, nicht gegen diese Fans sind. Ja, die respektieren sie. Bloß wir wollen halt nicht, dass die Politik im Stadion gedrängt wird. Also, dass hier Leute mit T-Shirts rumrennen, wo nationaler Widerstand draufsteht. Und damit der 1. FCM großen Imageschaden zugefügt wird, und das wollen wir nicht. Also wir wollen für jeden Fan offen sein, egal ob weiß, schwarz, auf groß, klein, behindert, nicht behindert. Also wir wollen für jeden offen sein. Ne? Ja, also so speziell in der Hinsicht haben wir das hier in Magdeburg noch nicht ganz so erlebt. Und also unsere Fans, sag ich mal, in der Hinsicht haben sie noch nichts gesagt, also nichts Negatives. Und es sollte sicherlich nicht so sein, dass das in den unteren Ligen so ist und dass da, sagen wir mal, Rechtsradikalismus herrscht, aber wir als Spieler können halt nur sagen, dass wir das auch nicht wollen und dass wir das auch nicht, also dass wir das verabscheuen, und in der Hinsicht gibt es da eigentlich von uns aus nur die Devise, dass das halt zu stoppen ist, sagen wir mal so. Also wir wollen das auch nicht. Wenn ich so die letzten 20, 30 Jahre bis heute verfolge, das Verhalten der Fans hat sich nicht verändert. Ein Fan unterstützt seine Mannschaft in guten wie in schlechten Zeiten. Natürlich will er Siege sehen und ist auch mal sauer. Aber was in der heutigen Zeit passiert mit Krawallen, nicht,
weniger im Stadion, überwiegend passiert das ja außerhalb des Stadions. Das sind ja keine Fans. Das sind wirklich Krawallmacher, die das Fußballspiel als Bühne benutzen, um sich zu präsentieren. Es gab jetzt rassistische Vorfälle in ostdeutschen Stadien. Ich denke jetzt alle gegen Sachsen-Leipzig, woran sich auch die Faninitiative gegründet hat. Jetzt auch beim Spiel Lok gegen Aue gab es auch rassistische Ausfälle. Aber auch beispielsweise beim Spiel, es war glaube ich Aachen gegen Gladbach auch andere, und andere, wir kriegen auch andere Vorfälle mit. Beispielsweise haben uns Leute auch berichtet, die beim Spiel Stuttgart-Kickers gegen Stuttgart waren. Also ich glaube nicht, es ist ein rein ostdeutsches Problem. Im Osten kommt es halt häufig dazu, dass es doch häufig auch mit Gewalt gepaart ist. Klar, in den unteren Ligen gibt es sehr viel mehr Rassismus und sehr viel mehr Gewalt, weil da weniger Sicherheit ist. Das ist nicht allein der Grund. Man muss auch sehen, es gibt sehr viel weniger soziale Mechanismen. Also Thierry Henry hat sich das reingezogen und geht jetzt durch die Schulen und kann darüber reden. Ja, der ist nicht nur ein Gesicht und der macht das nicht nur, weil er dunkelhäutig ist und damit Erfahrung hat, sondern er kann dazu auch was erzählen. Wo war in Deutschland Michael Ballack, nachdem der deutsche Nationalspieler Gerard Asamoah so sehr beschimpft hat? Wieso gibt es da keine Solidarisierungseffekte? Rechtsextremismus ist aus meiner Sicht ein Problem unserer Gesellschaft. Und nicht nur ein Problem des Fußballs, sondern des Sports. Wir stellen ja Rechtsextremismus fest in allen Bereichen unseres Lebens. Und das ist ja auch das Erschreckende. Die klassische Hooligan-Szene und die rechte Szene sind nicht ein und dieselbe. Es gibt in der Hooligan-Szene natürlich Leute, die rechts denken. Mein bester Freund aber ist ein ehemaliger linksgerichteter Hool vom MSV Duisburg. Das heißt, es gibt auch die andere Seite. Aber was man generell sagen kann, ist, dass Hooligans sehr viele Muster in ihrem Kopf mit rumtragen, die den Rechten helfen können. Also zum Beispiel Schwulenfeindlichkeit, Frauenfeindlichkeit, diese überbetonte klassische Männlichkeit. Das ist bei Hooligans, das ist auch bei vielen Ultragruppierungen so, dass das vor sich hergetragen wird. Und das ist natürlich schade. Und manchmal kann das in so Situationen zu so Bündnissen führen. Gruppendynamik führt dann dazu, dass Leute sich miteinander verbünden, ohne vorher miteinander zu reden. Wir stehen für unser Club, aber wir setzen auch ein Zeichen, dass wir gegen Intoleranz sind und gegen Fremdenfeindlichkeit. Das halte ich für sehr wichtig. Und als Aufsichtsratsvorsitzender, der ich ja auch bin, setze ich mich dafür ein. Ich habe mit dem Fanrat gesprochen und unterstütze auch diese Initiative, worüber ich sehr glücklich bin. Ich freue mich über diesen Tag. Es ist ein Tag, der auch für die Zukunft des Fußballs in Magdeburg, für den Club enorm wichtig ist. Wir haben lange darum gekämpft, dieses Stadion zu bauen, entstehen zu lassen. Jetzt haben wir es. Jetzt hat der Club auch eine Zukunft im sportlichen Bereich. Aber sollen wir gemeinsam glücklich sein heute. Und Stimmung, finde ich, die Stimmung kommt gut rüber im Stadion. Ist gut. Die Größe ist richtig für das Stadion. Also ein rundherum ein gelungener Tag, ein glücklicher Tag für den Fußball. Nach einem großen Feuerwerk im Vorfeld gab es unter Flutlicht für den ersten FC Magdeburg ein 0:0 im ersten Freundschaftsspiel gegen Eintracht Braunschweig. Trotz des torlosen Remis war es für alle Fans und Spieler aus Magdeburgs Partnerstadt eine interessante Reise. Wenn ich hier einspiele, besser wie in Wolfsburg. Also schöner, netter und nicht so groß. Ist sehr schön auf jeden Fall. Ich kenne das alte Stadion noch hier. Und das ist natürlich ein sehr schönes Stadion für die Magdeburger. Und ja, die müssen hoffen, dass sie irgendwann in die zweite Liga kommen. Sehr schönes Fußballstadion. Gefällt mir sehr gut. Das überschreitet sich so ein bisschen die Akustik. Und ich sage mal, die Anzeigentafeln ein bisschen klein. Du kannst nicht lesen. Aber ansonsten. Ansonsten super Stadion. Ja, ist super. Hauptsache hier, ne, aufsteigen. Aufsteigen. Einen Monat später hieß eine Lasershow neue Gäste im Stadion Magdeburg willkommen. Diesmal war der Gegner vor 24.000 Fans der Bundesliga-Herbstmeister Werder Bremen. Ja, wir uns heute sehen, das erste Mal das Stadion wirklich bei einem richtigen Spiel voll ist, ist das schon eine besondere Atmosphäre und da freuen sich, glaube ich, alle drauf. Ja, es sind ja noch nicht viele hier, es ist ziemlich Stau auf den Straßen, aber es ist ein tolles Stadion und ich denke, das wird nachher auch noch eine super Atmosphäre hier. Ja, das ist riesig heute, wie man sieht, das Stadion wird immer voller und voller und ich denke, das wird eine super Stimmung sein. Sicher gegen Werder Bremen will man was zeigen und so weiter, aber Hauptsache irgendwie muss man auf dem Boden bleiben, selber wenn auch ein gutes Ergebnis und so weiter, da muss man irgendwie, das ist ein Vorbereitungsspiel und
muss man uns mit Werder Bremen nicht messen. Die Magdeburger sind einfach nur geil. Ich wünsche den Magdeburger alles Gutes auf ihrem Weg. Ich wünsche ihnen, dass sie aufsteigen. Ich wünsche, dass sie noch viele Spiele gegen hochklassige Mannschaften hier bestreiten. Ist einfach nur geil. Ich denke mal, dass die Mannschaft aufsteigen wird, aber noch nicht in dieser Saison, in der nächsten. Also Magdeburg spielt zurzeit in der Regionalliga und ich freue mich wirklich, wenn sie aufsteigen würden. In der zweiten Liga und dann irgendwann mal gegen Werder spielen. Und dann wahrscheinlich auch um die Meisterschaft. Ja, die sind sicherlich schon einen Schritt weiter als wir. Also wir sind noch im Ausbaubereich. Ich denke, wir haben noch 2 Wochen länger Zeit und das ist eigentlich ganz gut so. Also hier will jeder Gas geben und wenn man sie hoffentlich ein schönes Spiel sehen. Miroslav Klose fehlte verletzt, aber der Rest des Werderaner Star-Ensembles stand an diesem Abend auf dem Magdeburger Spielfeld. Naldo, Diego Almeida und die deutschen WM-Helden Thorsten Frings, Per Mertesacker und Tim Borowski waren mit dabei. Die lautstarken Fans erzeugten eine ganz besondere Atmosphäre, als die Laola-Welle durch das Stadion schwappte. Nach einer halben Stunde fand ein Pass von Frings einen Abnehmer in Almeida, der daraufhin das erste Tor im neuen Stadion erzielte. Positives getroffen, sag ich mal. Wir saßen jetzt im Magdeburg-Block, da ist alles gut gelaufen bis jetzt. Also, haben uns auch akzeptiert, war nicht schlecht. Alle super, super Stimmung, super Fans, alle okay. Ja, ist natürlich Weltklasse, ne, was hier los ist. Ich denke mal, wir präsentieren uns auch sehr gut, ja, und ich denke, die Stimmung ist sehr, also, positiv. Ne? Nach einigen Auswechslungen auf beiden Seiten in der zweiten Halbzeit hatten die Magdeburger größere Spielanteile und erarbeiteten sich auch bessere Torgelegenheiten. Doch die großartige technische Klasse des Champions-League-Teilnehmers zahlte sich in den letzten 30 Minuten aus. Dirk Heine und die FCM-Fans konnten somit nur noch das 2:0 für Werder in der 80. Minute durch Jansen sehen. Und nur 2 Minuten später erhöhte Schindler auf 3:0 für die Hanseaten. Trotz der Niederlage feierten die Fans ihren Club im vollen Stadion Magdeburg bis zum Abpfiff. Ja, war natürlich sehr, sehr schön, in dem schönen Stadion hier zu spielen. Ich denke, für eine Regionalligamannschaft ist das absolut top. Und ja, kann man nur die Daumen drücken, dass es für den Magdeburg die nächsten Jahre weiter aufwärts geht. Wir sind zufrieden. Ausverkauf, Gänsehautstimmung, was will man mehr? Würdige Einweihung für das neue Stadion. War schöne Stimmung, haben ein schönes Stadion hier. Und ja, war nochmal ein wichtiger Test für uns und hat Spaß gemacht, hier zu spielen. Ja, ja, sie haben sicherlich eine gute Mannschaft. Stehen hinten eigentlich kompakt und sehr dicht. Ja, das Zeug haben sie auf jeden Fall, in der Liga zu bleiben. Und dann ja, wünsche ich denen natürlich viel Glück dafür. Erstes Spiel im neuen Stadion war schon ein Highlight halt und hat Spaß gemacht halt. Vielleicht kann noch ein bisschen mehr von mir kommen halt, aber ich bin auch erst 2 Wochen hier und versuche mich weiter zu intrigieren halt und um noch mehr für die Mannschaft zu leisten halt. Und wie gesagt, es war eine komplette super Mannschaftsleistung heute und ja, ich freue mich schon aufs erste Punktspiel. Ich meine, das war heute ein Highlight hier für die Stadt Magdeburg, für die Fans. Wollten wir uns gut präsentieren, wollten wir eine schöne Show zeigen und hoffen, dass sie am ersten Spieltag gegen Kiel mitkommen und uns da unterstützen, weil da geht es in unserer Liga um wichtige 3 Punkte. Ich denke schon, dass wir zufrieden sind. Sie hat schon den Klassenunterschied gesehen. Ja. Bremen ist halt eine Weltklasse-Mannschaft und wir wollen eine sehr gute Regionalmannschaft sein. Ja. So schnell wie möglich die Klassenheit sichern. Und dann haben wir erstmal unser Ziel erreicht. Was alles mehr ist, ist das Bonus. Ich denke, dass wir auch spielerisch ein paar gute Sachen gezeigt haben. Also das beweist immer das, was ich der Mannschaft immer predige, dass sie es können. Sie müssen sich das bloß zutrauen. Sicherlich waren sie zu Beginn auch ein bisschen aufgeregt gegen den Gegner.
hier zu spielen vom großen Publikum und dem Fernsehen, das ist ja auch nicht alle Tage für die Jungs so. Also ich bin im Großen und Ganzen zufrieden. Magdeburg hat mit sehr viel Einsatz, mit sehr viel Begeisterung auch gespielt, hat immer wieder auch die Chance gesucht. Ich denke, dass sie auch in der Liga weiter nach vorne kommen werden und eine sehr kompakte Mannschaft haben. Magdeburg, wie gesagt, alles Gute weiterhin. Das Stadion wird sicherlich einen Schwung mitbringen und sicherlich die Mannschaft nach vorne bringen. Alles Gute. Ja, wir waren zufrieden. Das war eine tolle Atmosphäre. Die Fans haben richtig Stimmung gemacht und da sieht man, was in diesem neuen Stadion möglich ist. Ich denke, wir können mit dem 0:3 gut leben. Werder Bremen ist in der letzten Woche der Vorbereitung. Wir sind mittendrin. Das ist auch ein Unterschied. Das hat man die letzte halbe Stunde gesehen. Vorher haben wir uns, glaube ich, richtig gut verkauft. Und viel wichtiger ist es, gegen Kiel 3 Punkte zu holen, als hier heute zu gewinnen. Trotz des Ergebnisses war die Atmosphäre unter den Magdeburger Spielern beim Training sehr positiv. Man hatte das erste Spiel der Rückrunde gegen Holstein Kiel bereits fest im Blick. Ja, es ist für jeden von uns ein Erlebnis, gegen Bremen zu spielen vor 24.000. Und das bleibt erstmal bei jedem im Kopf drin. Aber natürlich super Kulisse. Und wir hoffen uns natürlich gegen Kiel, dass wenigstens mal so 12.000, 13.000 kommen. Das ist aber auch, einerseits auch, liegt auch an uns, wie wir spielen. Wenn wir erfolgreich spielen, gehen wir davon aus, dass immer ein paar mehr Zuschauer kommen. Und deshalb bin ich eigentlich optimistisch, dass wir im ersten Spiel 12.000, 13.000 Zuschauer haben. Na klar, ich meine, wenn das Stadion hier voll ist, dann gibt man eine ganz andere Atmosphäre ins Stadion rein und dann ist man einfach geil auf so einem Spiel halt. Dann will man einfach zeigen, wir können auch Fußball spielen, wir sind auch gute Kicker halt und da freut man sich viel mehr drauf. Also das kann man schon vergleichen vielleicht mit dem Sex oder sowas halt. Also es macht schon was viel aus, wenn das Ding hier voll ist. Eiskalte Temperaturen konnten 8.000 Fans nicht davon abhalten, das erste Punktspiel der Magdeburger in der Rückrunde zu verfolgen. Also ich finde das ganz beeindruckend. Von Weite kann man das schon sehen, dieses Stadion, beeindruckend. Die Hauptsache ist, dass der Parkplatz eines Tages auch mal voll wird. Und man ist froh, dass man mal in die Luft kommt. Ich bin Bürohengst, sitze immer in einem Schreibtisch und bin mal froh, wenn ich mal in die frische Luft komme. Ja, ich hoffe doch sehr gut, dass die Stimmung entsprechend auch rüberkommt, auch wenn vielleicht nicht ganz so viele Leute da sind wie gegen Bremen. Aber nichtsdestotrotz wird das neue Stadion schon dafür sorgen, dass ordentlich Stimmung aufkommen wird bei den Zuschauern. Die beste Zeit war natürlich auch zu DDR-Zeiten, Europacup-Sieg und solche Sachen, ganz wichtig, 1974 und andere Sachen, also schöne Spiele auch zu DDR-Zeiten erleben. Ich denke, es ist atemberaubend, wenn man das vergleicht mit dem Gamma-Stadion, wo die Atmosphäre ganz anders war. Es waren ja auch weniger Fenster. Ich denke, die sind da und das wird ja richtig gut werden. Also ich denke, es wäre zu früh, wenn wir jetzt aufsteigen würden. Schon finanziell, wenn man guckt, Magdeburg spielerisch, so stark sind wir nicht. Ich denke, das Ziel muss der Klassenerhalt bleiben. Und dazu heute 3 Punkte, ja, das wäre schön. Beide Teams schien das Wetter nichts auszumachen, denn das Spiel begann sehr stark. Die Fans sangen, um sich warm zu halten. Die beste Chance der ersten Halbzeit hatte Christian Prest, der nach 28 Minuten jedoch nur die Querlatte traf. Ja, ich finde gut, dass es ein reines Fußballstadion ist, dass es sehr eng gebaut ist. Ja, auch genug Platz lässt noch, falls Magdeburg mal aufsteigt. Sieht gut aus. Hab's ja schon im Fernsehen gesehen gegen Bremen. Und aber jetzt so, wenn man das selber sieht, ist gut. Groß, es ist sehr schön groß und die Stimmung ist hier sehr gut. Nur wenn die gewissen Zuschauerzahlen stimmen, dann passt es. Trotz diverser Auswechslungen wollte einfach kein Tor fallen. Dennoch gab es Grund zum Feiern, als der langzeitverletzte Alexander Kotuliak in der 70. Minute sein Regionalliga-Debüt feierte. Das Spiel endet 0:0 und auf das erste FCM-Tor in der neuen Arena mussten die Fans nun beim Heimspiel gegen Rot-Weiß Aalen hoffen. Ja, wir müssen mal endlich ein Tor machen in unserem neuen Stadion.
sonst können wir, glaube ich, zufrieden sein. Wir haben eine gute Partie geboten und die Mannschaft hat toll gekämpft. Das nächste Mal sind wieder 3 Punkte drin. Ja, ich denke mal schon, wir haben vielleicht nicht so viel Druck nach vorne entwickelt, wie wir eigentlich wollten. Sagen wir, das muss alles noch ein bisschen mehr werden, dass wir dann endlich mal unser Tor hier drin machen. Ja, wieder war ein schöner Freistoß von Mats. Scharf in die Mitte gebracht. Ich fällt schon ein bisschen ab und dann geht er auf die Latte. Mit ein bisschen Glück geht er schon rein. Für den Aussteiger haben sie schon eine relativ gute Mannschaft. Und ich denke mal, wenn sie sich dieses Jahr halten, was sie auch sicherlich machen werden, können sie nächstes Jahr eine ganz gute Rolle spielen. Ja. Das ist natürlich was anderes, in so einem schönen Stadion zu spielen. Vorher ist natürlich im Endeffekt kaum Regionalliga würdig gewesen. Hier mit den Fans in Magdeburg, die wollen ja was bewegen. Das ist auch ganz angenehm. Für uns war wichtig, hier einen Punkt zu holen. Mehr war drin, aber müssen wir erstmal mit zufrieden sein. Mit dem Ergebnis bin ich nicht zufrieden, nein, weil wir die bessere Klinge gespielt haben, wir haben die bessere Spielanlage gehabt, haben uns in der entscheidenden Situation in der Offensive eben nicht behaupten können, durchsetzen können zum Torerfolg. Von der Spielanlage bin ich zufrieden, mit dem Auftreten insgesamt auch, aber mit dem Ergebnis nicht. Der hätte mehr rausspringen müssen. Es sind schon eine ganze Reihe guter Spieler dabei. Die Namen behalte ich für mich. Wir wollen ja auch einen Kaderplan für die neue Saison und vielleicht greifen wir auch in Magdeburg an. Aber das war mehr zum Schmunzeln jetzt. Das ist kein Ernst. Im Endeffekt müssen wir ein Tor schießen und dann gewinnen wir auch das Spiel heute hier, sage ich mal so. Also das Wichtigste ist, dass wir weiter an uns glauben, weiter uns bewegen, weiter spielen, so wie wir es in Ansätzen heute gemacht haben, und dann schießen wir auch ein Tor. Und ich denke, wenn wir erstmal ein Tor geschossen haben, dann wird es natürlich immer schwer gegen uns, weil wir eben kompakt hinten stehen und dort eben wenig zulassen. Vor dem Spiel gegen Aalen musste das Team jedoch erst einmal auswärts gegen Mönchengladbach 2 antreten. Alexander Kutuliak traf bei seiner Rückkehr ins Team und Frank Gerster machte den Dreier perfekt. Die Heimreise jedoch wurde für die Fans zu einem Albtraum. Abwehr Wasser! Wir kommen nicht aus Magdeburg, sondern vom Wanners her. Deswegen haben wir natürlich auch das Recht, nicht nach Magdeburg zu fahren, sondern woanders hin. Ja, und dann stehen Leute von uns nicht auf dem Bahnsteig, sondern unten. Und dann kamen die Polizisten an, haben gesagt, kommt mit hoch. Ja, und dann sehen wir natürlich nicht ein, weil wir nicht nach Magdeburg fahren wollen, weil es für uns voller Umweg war. Ja, und dann ging es gleich los. Wir standen da vielleicht mit 10 Mann unten. Wir haben so gleich Schlagstöcke eingesetzt, Pfefferspray. Ja, ist die Lage halt eskaliert. Und dann kamen die ersten Magdeburger aus dem Zug raus, die das natürlich nicht eingesehen haben, die uns unterstützen wollten. Ja, und dann haben sie gleich gegen die Pfefferspray eingesetzt. Und dann oben auf dem Bahnsteig wurde eine Person von uns verarztet, die unten bei der Aktion Pfefferspray abgekriegt hat. Wenn man das jetzt im Nachhinein mal betrachtet, dann sagt jeder Außenstehende, ah, die Fußballfans sind die Bösen, die Polizisten haben nur ihre Arbeit getan. Und das ist einfach nicht so. Zurück in Magdeburg war es nun endlich Zeit für ein erstes Tor. Das Kopfballtor von Zapf, das war eines der schönsten Tore, die Zapf hier mal reingesetzt hat beim Pokalspiel. Gegen Bayern München, das 1-1, war das 1-0 von Ovo Diele. Das war das schönste Tor, was ich gesehen habe. Das allerschönste Tor, was ich gesehen habe im alten Stadion, das war der Kopfball von Sebastian Prosowski, als wir gegen den HFC hier 4-3 gewonnen haben. Und ansonsten habe ich hier Tore gesehen von Maradona, als wir Barcelona hier waren, waren auch schöne Tore. Und dann natürlich schöne Tore von unserer Mannschaft da aus der 70er Zeit. Heute werden es mindestens 2, sage ich. Wir werden 2-0 gewinnen und wichtige 3 Punkte einfahren. Und unser primäres Ziel ist immer noch Klassenerhalt. Dem wollen wir heute wieder ein Stück näher kommen und wird auf jeden Fall heute 3 Punkte für Magdeburg werden. Vor dem Spiel ging es nur darum, wer wohl das erste Tor schießen würde. Erste Chance, Sven Kubis. Kapitän Frank Gerster. Neuzugang Björn Lindemann. Kopfballchance für Tobias Friebertshäuser. Noch einmal Sven Kubis. Und Christian Prest. Dann endlich ein Tor durch Dani Kukulis.
Doch der Schiedsrichter gab den Treffer nicht, da diesem ein Foul an Torwart Wölze vorausgegangen war. 5 Minuten später traf Andi Müller. Doch wieder wurde der Treffer nicht gegeben. Auf der anderen Seite traf Ahlen gleich 2-mal durch Konter. In der ersten Hälfte traf Josef Laumann. Sein Sturmpartner Lars Toborg sicherte die 3 Punkte für Rot-Weiß Ahlen in der zweiten Halbzeit. Ein enttäuschtes Magdeburger Team verließ das Feld, nur 3 Plätze von der Abstiegszone entfernt. Wir haben uns da wieder viel vorgenommen, wollten zu Hause mal das erste Tor schießen. Wir sind eiskalt erwischt worden in der ersten Halbzeit mit dem Konter. Denke, wir sind bis dahin die bessere Mannschaft. Kommen dann wieder raus, denke ich, machen wieder das Spiel, haben wieder Chancen gehabt. Und dann kriegen wir wieder so einen Konter, 2-0. Und dann war es dann schwierig. Am Ende fehlt uns dann gleich ein bisschen die Luft, die Power. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es an dem Fluch bei denen, dass sie noch nicht in dem neuen Stadion getroffen haben. Aber ich denke, für uns war es wichtig, dass wir in diesen 15 Minuten kein Tor kassiert haben. Das wäre in der Hinrunde anders gewesen. Aber ich weiß nicht, warum die keins gemacht haben. Vielleicht sind ein bisschen verkrampft gewesen wegen dem neuen Stadion. Ich weiß nicht. Also Hauptsache, wir haben gewonnen. Gut, dass wir kein Tor gemacht haben. Gerade weil ich auch so lange verletzt war und gleich von Beginn an gespielt habe und gleich mit einem wunderschönen Tor mich zurückgemeldet habe, war natürlich für mich immer ein schönes Gefühl. Und schade, dass es heute nicht geklappt hat mit den 3 Punkten. Hatten zwar Riesenchancen, haben die leider nicht genutzt, haben dann 2 Konter bekommen und haben da dann, denke ich mal, verdient verloren. Die erste Fan-Choreo im Stadion Magdeburg hieß Kapitän Mario Kalnick willkommen und läutete die Party gegen Fortuna Düsseldorf ein. Magdeburg startete wieder stark und hatte einige gute Chancen, erzielte jedoch kein Tor. Als die Düsseldorfer dann innerhalb von nur 2 Minuten 2 Tore schossen, sah es für die Männer von Dirk Heine düster aus. Keine Chance, 2 Tore, Magdeburg hat verkackt und die werden heute auch verlieren. Nicht wahr, wie kann das sein? Einfach, wir haben vielleicht einen guten Torhüter und dann haben wir den Feinbier. Dann ist natürlich der kleine Unterschied. Kais Manai erhielt entsprechende Anweisungen und wurde zur zweiten Hälfte eingewechselt. In der 55. Minute wurde seine perfekte Ecke dann von Christopher Kullmann verwertet und die Nordtribüne explodierte. Endlich hatte der erste FC Magdeburg das erste Tor im neuen Stadion erzielt. Torschütze war der Spieler mit der Nummer 21, Christopher! Doch es wurde noch ein Tor benötigt. Und so war es an der Zeit, Sven Kubis ins Spiel zu bringen. In der 75. Spielminute sagen wir danke, Peter Orte, für ihn jetzt noch im Spiel mit der Nummer 22, Sven! Zu 2 und Björn Lindemanns Freistoß hätte beinahe noch den Dreier vor dem Schlusspfiff gebracht. Das war der Schlusspfiff in der neuen Arena. Ja, war ein super Gefühl, ich war überrascht. Ich habe nur ganz wenig berührt, aber anscheinend heiß gemacht und deswegen konnte ich noch nicht so richtig, aber jetzt freue ich mich super darüber und das ist ein tolles Gefühl. Ich habe es überhaupt nicht gesehen, weil ich noch im Gespräch war. Ich habe es von draußen nur schreien hören. Ich habe das erste Tor verpasst. Der kriegt einmal lebenslangen Eintritt zu allen Spielen des ersten FCM.
und er kriegt noch ein schönes Abendessen für zwei Personen bei meinem Stammitaliener. Ja, da war ja so viel Getümmel davor. Ja, ich habe dann nur gesehen, dass er bald drin war und war einfach nur glücklich. Und dann wusste ich ja, dass wir hier eventuell noch einen Punkt holen. Also wir haben uns nicht eingetreten, dass da irgendwie ein Fluch drauf lastet. Ja, wir haben einfach drauf losgespielt und ja, Hauptsache das Ding ist im Tor und dann sieht es natürlich umso besser für uns aus. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob es cool gemacht hat, ob es eine direkte Ecke ist oder wie auch immer, kann ich nicht sagen. Ja, er ist noch ein ganz junger Spieler und der aber, ich denke, das nötige Herzblut hat, ich sag mal, um sich hier noch weiter zu entwickeln. Das wünscht man sich immer als Stürmer, wenn man reinkommt. War ein bisschen die Haarspitzen noch dran, der war super da. Was will man da Besonderes sagen? Wir liegen zurück, also da versuchen wir alles nach vorne zu spielen, wollten das Tor noch machen, ist uns gelungen. Wenn er natürlich sein Schlüpfer zeigt, das wäre noch cooler. Supermann! Ja, geiles Tor. Danke, Svenny! Erst FC Magdeburg forever! Ist ja mein Lieblingsspieler und darum hat es mir sehr gefallen. Für mich war es ein Eigentor, aber so genau konnte man es ja auch nicht sehen. Es war ja auch ein bisschen durcheinander. Aber ich denke, wir haben doch hier ein richtig gutes Spiel gesehen heute. Wir hätten es nur gewinnen müssen. Ja, ich habe den Fluch weggeschworen in der Halbzeit. Nee, aber im Ernst, da war sicherlich ein bisschen Glück bei, dass die Einwechselspieler dann, sag ich mal, gleich den, ich sag mal, mit für die Entscheidung gesorgt haben. Aber wichtig war, dass wir weiter an uns glauben, auch nach einem 0-2-Rückstand. Ne? Und da haben sicherlich hat der Kais und auch der Sven mit seinem Tor unheimlich beigeholfen. Naja, nach 2-0 war für manche gegessen, aber haben wir es heute Halbzeit Gas gegeben, Anschlusstreffer gezählt, dann war drin, haben wir 2-2 gemacht, aber für einen Punkt besser als 0. Hauptsache nicht verloren, egal, auch wenn es 0-0 gewesen wäre, aber schön, dass wir das Tor endlich mal gemacht haben, jetzt der Knoten geplatzt und jetzt kommen nur noch Tore, hoffen wir. Ja, ich denke, ist schon okay. Also wir haben uns sicherlich mehr ausgerechnet heute, aber letztendlich muss man zufrieden sein mit dem Unentschieden. Ich denke, das Publikum war heute super, ja, wie es mitgefiebert hatte und gegen Dresden wird noch mehr los sein, ja, und da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Ich habe die Tore gesehen, ja, aber ich meine, 2-2 können wir noch zufrieden sein am Ende, aber ich hoffe, wir werden im nächsten Spiel mal einen Sieg hier landen im neuen Stadion. Also wir brauchen nicht mehr Tore schießen, wir müssen nur weniger kassieren, Hauptsache wir gewinnen gegen Dresden. Doch vor dem Dresden-Spiel warteten noch zwei schwere Aufgaben. Erfurt und Tabellenführer Osnabrück. Die Fans jubelten, während beide Teams in Halbzeit 1 immer wieder gute Gelegenheiten hatten, die sie jedoch knapp vergaben. Frank Gersters Ecke, die bis dahin beste Chance für die Magdeburger, prallte von der Latte ab. Aber es war eine rote Karte, die zum Gesprächsthema der ersten Hälfte werden sollte. Nicht für einen Spieler, sondern für Magdeburgs Trainer Dirk Heine. Der Magdeburger des Jahres 2006 musste den Rest des Spiels von der Tribüne aus verfolgen. Und als es in die Halbzeit ging, war er immer noch sehr verärgert. Dennoch genossen die Fans diesen Dienstagabend in Niedersachsen. Ja, was Besonderes überhaupt ist, dass du mit deinen Freunden erfährst. Das auf jeden Fall. Und deine Mannschaft zu sehen und dieses Erlebnis hier zu haben. Und Spaß haben. Nein, weil wir trinken. Fußball gucken, FCM sehen. Es kam die 65. Minute und Frank Gersters Ecke fand einen Abnehmer in Alexander Kutuliak. Die Fans waren ohrenbetäubend laut und ließen einen neuen Gesang erklingen. Aber Osnabrück war nicht umsonst Tabellenführer und 5 Minuten vor Abpfiff nutzte Daniel Kartus eine gute Freistoßmöglichkeit. Und weiter, das gewinnt ihr noch! Mario Kalnick und Christian Bär blockten diverse gute Chancen der Osnabrücker, bis endlich der Abpfiff kam und ein energiegeladenes Spiel endete. Das ist ärgerlich. Ich denke mal, hier waren 3 Punkte absolut drin. Das Gegentor war bitter. Und von der Seite haben wir 2 Punkte verschenkt hier. Ja. Nee, natürlich, auswärts in Osnabrück, ein Punkt ist zufrieden. Aber zurzeit geht es uns leider so. Wir kriegen momentan bittere Tore gerade, die wir schlucken. Ich denke mal, die letzten Spiele hätten wir 4-5 Punkte mehr haben können. Und es tut ein bisschen weh jetzt im Nachhinein. Ja. Aber trotzdem kommt wieder die Mannschaft. Haben super gekämpft und verdient den Punkt trotzdem geholfen.
Das hat nichts mit 12. Platz. Ich sage 2 Punkte mehr und die sind Dritter oder Zweiter. Also es ist eine ausgeglichene Liga. Haben viele Fans mitgebracht, haben gut Stimmung gemacht. War alles fair auf den Rängen, denke ich mal. Das ist auch sehr, sehr wichtig, auch für den deutschen Fußball. Und ich denke, beide Seiten, unsere Fans auch, waren sensationell. Block U! Block U! Ich stehe immer in Block 4. Block 4! Ernst gut, Alter! Irgendwann muss man ja mal wieder gewinnen. Und gegen Magdeburg hat es immer in den letzten Jahren so schlecht nicht angesehen. Seit 8 Jahren kein Spiel, aber ich denke mal, das wird schon was werden. 4 Tage später zog es etwa 1000 FCM-Fans nach Erfurt zum Spiel gegen Rot-Weiß. Das Ostderby begann sehr schlecht für die Jungs in Blau-Weiß. Daniel Brückner traf bereits nach 4 Minuten. Die Erfurter Fans feierten, doch die FCM-Fans sangen weiter und wurden fast mit einem Freistoßtor durch Mats Weisfeld belohnt. Doch nach 39 Minuten konnte ein Eckball nicht rechtzeitig abgewehrt werden und Albert Bunyaku erzielte die 2:0-Führung für Erfurt. In der zweiten Hälfte gab es strikte Anweisungen von Dirk Heine. Marcel Probst erzielte den Anschluss und gab dem Team Hoffnung. Daraufhin erzielte Frank Gerster mit dem Tor der Woche den Ausgleich und die Fans jubelten über den nach Magdeburg entführten Auswärtspunkt. Ersten Halbzeit müssen wir mit dem 2:2 zufrieden sein. Wir waren drauf und dran, haben Glück in der letzten Minute oder letzten Sekunden eigentlich, dass wir da das 3:2 nicht noch kriegen. Und ich sag mal, jetzt haben wir die anderen Spiele mal top gespielt und sind nicht belohnt worden. Und heute haben wir scheiße gespielt und sind mal belohnt worden. Also es gleicht sich wahrscheinlich immer irgendwann mal aus. Der langzeitverletzte Piet Grundmann war froh, nun endlich wieder mit dem Team trainieren zu können. Also ich habe ja vor 2 Wochen schon mal auf einem guten Weg und dann kam wieder ein kleiner Rückschlag und von daher, da guckt man jetzt von Tag zu Tag und das bräuchte sicherlich noch ein paar Einheiten mit der Mannschaft, weil das ist ja dann doch ein bisschen was anderes, als wenn man alleine trainiert, beziehungsweise mit dem Reha-Trainer und der Trainer fragt natürlich oft, wie es vorangeht und da hat man eigentlich regelmäßigen Kontakt, ja, auch wenn man nicht bei der Mannschaft ist. Zurück in Magdeburg war der lang ersehnte Tag endlich gekommen. Dynamo Dresden kam in die Stadt. Ich würde sagen, es hat besonderen Charakter, dadurch, dass es ein Ostderby einfach mal ist. Und ja, es ist einfach mal die spezielle Begegnung, auf die alle das ganze Jahr lang gewartet haben. Phänomenal, das ist schon immer das Highlight gewesen und ich hoffe auf einen Sieg. In Dresden ist besonders, dass wir hier im heimischen Stadion auf jeden Fall gewinnen müssen. Das ist die Mannschaft endlich mal den Fans mal wieder schuldig, hier in dem neuen Stadion mal 3 Punkte zu machen. Und dann gegen so einen Gegner müssen wir wegklatschen. Gibt's nichts. Dass das, was wir ganz locker und friedlich machen, eigentlich nicht damit abgegolten ist, was im Hinspiel passiert ist. Also da müsste man schon noch einen kleinen Krieg führen heute. Wir machen ja alle einen schönen Marsch wie damals im Zweiten Weltkrieg ins Stadion. Und das muss auch sein. Ordnung und Disziplin muss herrschen. Ja, das ist das Spiel, ja, um das es sich eigentlich dreht in der Liga. Das Duell der Giganten. Ja, erste Bundesliga ist immer ein bisschen muschimäßig. Ja? Da feiern die anderen miteinander und hier ist noch richtig Rivalität und Kampf. Und so muss es sein. Das ist Fußball. Ja, ich denke, die Stimmung wird sehr schön sein und wir werden ordentlich Support bringen und hoffen, die Magdeburger ziehen da gut mit, dass das ganze Stadion eine schöne Stimmung ist. Ich hoffe, dass alles friedlich bleibt und dass es ein schönes Spiel wird. Hier vielleicht nicht, aber ich denke mal am Bahnhof wird schon noch was passieren. Oder auf dem Weg zum Bahnhof. Ja, weil Dynamo ist natürlich eine Tradition, logisch, dass man das gerne sehen will. Also es gibt schon ein paar Spiele, die ich mir angucken wollte. Union, klar, Dynamo und St. Pauli. Und irgendwie kommen jetzt immer mehr Kontakte zu ein paar Spielern halt vom FCM, deswegen ist einfach eine persönliche Bindung da. Ja, ich freue mich, dass wir alle dabei sein dürfen, als Schiedsrichter ist es auch. Ja, Kompliment, wenn man so ein Spiel pfeifen darf.
Das Spiel begann mit 15 Minuten Verspätung, nachdem Fans des FCM den Bus des Dresdner Teams daran gehindert hatten, zum Stadion zu fahren. Das besonders starke Polizei- und Security-Aufgebot schien zu wirken. Es gab keine Probleme oder gar Schlägereien im oder außerhalb des Stadions. Obwohl Fan-Choreos verboten waren, war die Atmosphäre in beiden Fanlagern fantastisch. Das Stadion Magdeburg war lauter und voller als je zuvor. Kais Manais großartiger Flugkopfball wurde von Oliver Herber professionell abgefangen. Nur Augenblicke später wurde Herber von Frank Gersters Freistoß überwunden. Doch rettete die Latte den Dresdner Schlussmann. Dresden geht natürlich dem Gegner gut an, sind sehr synchronisch beim Abgehen, so das Klatschen und so, aber Magdeburg kann natürlich nichts sagen, immer besser. Es ist ein ganz normales Fußballspiel, ja. Es geht um 3 Punkte und sicherlich auf jeden Fall eine Brisanz drin, aufgrund der Rivalität unter den beiden Mannschaften und gerade in Fangruppen, also auf dem Platz sieht man es ja auch, geht hart zur Sache, ja. Und sicherlich fühlt man sich als Spieler verpflichtet, dann auf jeden Fall zu gewinnen, ist ja klar, ne? Die Jungs geben alles und wenn wir jetzt noch einige noch reinkommen, wollen uns drei Leute noch, die wollen auch alles geben und dann hoffe ich, dass wir wie gesagt gewinnen und 3 Punkte behalten. Die Fans erhöhten die Lautstärke und die Spieler zogen das Tempo an. Björn Lindemann wurde in das Ostderby geschickt. Und es sollte sein Einwurf in der 82. Minute sein, der schließlich bei Michael Habrika landete. Erhöhte beinahe auf 2:0, nur Momente später. Schließlich kam der Abpfiff und Magdeburg konnte seinen ersten Sieg im neuen Stadion feiern. Das ist ein geiles Gefühl, dieses Spiel gewonnen zu haben. Und das in diesem Stadion, das ist so geil, also das ist super klasse. Aber dass wir nun den ersten Sieg hier gerade gegen Dresden landen, das ist doch perfekt, oder? Da sieht man wirklich, was möglich ist. Und das kann ein Anfang sein. Wenn wir das jedes Mal hinkriegen, natürlich nicht immer so ein volles Stadion, aber jedes Mal diese Stimmung, dann werden wir hier auch nach oben kommen. Super Spiel, gute Stimmung gewesen. Mehr geht nicht, ja. Ich würde sagen, wir haben das Spiel verdient gewonnen. Über meine Leistung freue ich mich natürlich auch sehr. Ich freue mich, dass ich einfach mal wieder ran durfte. Und ich glaube, die Mannschaft hat ein riesen Kompliment verdient. Wir haben alle füreinander gerackert und ich glaube, die Mannschaft überragend. Stimmung super, aber ohne Dresden nichts los. Was ich Anfang vorhabe, nach Magdeburg zu kommen, war gut zu spielen und Gott sei Dank hat sich gelohnt heute. Ich habe meine riesen Chance gehabt, aber der Afrika war besser und wir haben eigentlich nur gewonnen, 3 Punkte geholt gegen Dresden. Das ist sehr schön, diese Zuschauer hier, das ist Wahnsinn. Eine Flanke wurde reingeschlagen, dann abgewehrt, in der Nähe von mir, zu mir gekommen. Ja, ich habe den dann mit der Brust angenommen und dann dachte ich, jetzt musst du einfach mal aufs Tor schießen. Ja, und umso besser war natürlich, dass er reingegangen ist. Ne? Ja, ich dachte auch erstmal, scheiße, jetzt musst du erstmal selber feiern, ja, und einfach genießen. Ja. Von mir aus könnte es immer jetzt so sein. Ja, also es ist natürlich Weltklasse, vor 20.000 zu spielen. Die Stimmung war super. Ja, und ich sag, endlich haben wir den ersten Heimsieg geschafft. Hätten wir schon vorher klar machen können, aber jetzt haben wir es endlich geschafft. Haben wir gesehen, Magdeburg war den Tick besser. Manchmal reicht es, gut zu spielen. Dann zu gewinnen. Magdeburg war ein kleines Stück noch schlechter, aber die haben halt das Tor gemacht. Manchmal spielen wir genauso und gewinnen halt. Das ist was Wunderschönes. Ich komme aus dem Osten persönlich und macht einfach immer noch Spaß, gegen Erfurt zu spielen, gegen Leipzig zu spielen, gegen Magdeburg. Das ist was anderes, wenn man mal zum Westen fährt. Das macht einfach nur Spaß. Aber erstmal der erste Blick war
war auf die Uhr, wie lange noch zu spielen ist, weil das ja nicht gerade unsere beste Phase war, als es Tor gefallen ist. Ja, und dann haben wir eben noch bis zum Schluss das 1-0 gehalten. Ja, das ist natürlich von der Atmosphäre her, von den Zuschauerzahlen her, ähnlich wie bei uns früher. Und ist natürlich was ganz anderes, draußen zu sitzen und nichts zu tun, beziehungsweise da ja, keinen Einfluss drauf mehr zu nehmen, als wenn man selber spielt. Wir wollten ganz einfach Titel erringen, wir wollten Sieger erringen und das für unsere Fans, die genau wie heute, muss man natürlich auch sagen, im Verhältnis immer gesehen, große Entbehrungen auf sich nehmen, mitreisen zu Auswärtsspielen, die zu Hause hinter einer Mannschaft stehen, auch wenn es mal nicht so läuft. Also das größte Gut einer Fußballmannschaft ist der Fan. Das alte Grubenstadion ist natürlich eine Kultstätte schlechthin. Aber es fällt natürlich auf, dass man jetzt wirklich näher dran ist, auch die Gegengerade. Und das pusht sich gegenseitig, wie man das jetzt merkt. Wie also, ob die Gegengerade hochspringt und mitsingt, also das fällt schon. Man muss sagen, im Vorfeld waren ja die Befürchtungen von der Ultraszene seitens des neuen Stadions natürlich groß. Kommerztempel, seelenlose Arena und so weiter. Das hat sich zum Glück teilweise nicht bestätigt. Also wir können eigentlich ganz gut leben damit, gerade mit der Hintertortribüne. Block U hat sich ja prächtig entwickelt im letzten halben Jahr. Und auch so, die Magdeburger nehmen es an. Wir haben Glück gehabt mit dem Stadion. Im gegnerischen Stadion zu sein, das ist als Gästemannschaft, das ist eigentlich immer, das finde ich ja persönlich gut. Es ist schon gut, wenn Sonderzug zur Verfügung gestellt wird und der Preis, der stimmt eigentlich auch, also es war nicht so teuer. Auswärts macht jeder mit im Händler, jeder. Es ist für einen Fan besser, auswärts mitzufahren, als zum Heimspiel zu kommen. Der Zusammenhalt ist enger, Auswärts siegt! Auswärts siegt! Nachdem die Mannschaft in Wuppertal durch einen Hattrick von Kotuliak alle drei Punkte geholt hatte und daraufhin zu Hause 2-2 gegen die Dortmunder Amateure spielte, machten sich nun 700 Fans auf in Richtung Lübeck. Die Erwartungen standen hoch an diesem sonnigen Freitagnachmittag. Voller Kehle übertönten die FCM-Anhänger die Fans der Heimmannschaft und in der 36. Minute wurden sie dafür durch das Tor von Mats Weisfeld belohnt, das direkt vor ihren Augen fiel. Schön, dass wir uns so pushen, immer nach vorne schieben und drücken. Und also auswärts, wie sie uns unterstützt, ist auch schön. Natürlich zu Hause ist einmalig. Die machen mehr Stimmung als die da drüben und da ist wie immer geil. Ein Haufen Leute, die wieder mitgekommen, überrannt. Die machen zwar viel Druck, aber so richtig kommt bei nichts raus. Über Standards ein bisschen und so. Ist schon in Ordnung, dass man einzeln führen kann, so bleiben und dann fahren wir nach Hause. Die Magdeburger, die machen gute Stimmung, aber wie immer. Auswärtig! Auswärtig! Die zweite Hälfte wurde konzentriert heruntergespielt und sicherte den Dreier für die Mannschaft von Dirk Heine. Dieses Ergebnis brachte Magdeburg, wenn auch nur für 24 Stunden, auf einen Aufstiegsplatz. Hey, komm! Hätte doch keiner erwartet hier, ja? Letzte Woche haben wir 2 Punkte liegen lassen in Dortmund, jetzt machen wir einen Auswärtssieg. Jetzt geht's vorwärts, jetzt geht's vorwärts. Ich denke, wir haben viel investiert, aber nach vorne waren wir nicht durchschlagskräftig und haben halt kein Tor geschossen, ganz einfach. Ja, aber wir haben leider verloren und von daher ist das Spiel natürlich nicht so gut und die Stimmung ist dann auch egal. Ist einfach ein geiles Gefühl, ich habe den Ball verloren, der Gerste schippt den Ball rein und
Der ist irgendwie in der Luft und Marcel schreit, dass der hinter Rücken ist und ich drehe mich einfach um, sehe den Ball und dann einfach dranhauen und der war drin, herrlich. Im Fußball geht das so schnell, Woche für Woche, da kannst du alles wieder gut machen. Heute haben wir 1-0 gewonnen, da haben sicherlich auch nicht viele mit uns gerechnet und freuen wir uns umso mehr. Ja. Unsere jetzige Mannschaft habe ich beim Aufbau am Anfang des Jahres der Saison nicht zugetraut, oben in den ersten drei Mannschaften tätig zu sein. Die sind aufgestiegen, das waren meistens nur junge Spieler, die sich erst mal finden mussten, in den Gruppen, mannschaftlich gesehen, aber auch insgesamt als Kollektiv. Und das hat Dirk Heine hervorragend gemacht, ganz prima, großartig, muss ich sagen, denn es gibt nur wenig Torhüter, die exzellent im Trainerberuf weltmäßig dargestellt sind. Er hat das geschafft. Der Dirk Heine ist ein junger, aufstrebender Trainer, der sehr ruhig ist, auch auf der Bank, der auch explodieren kann in der Kabine. Und man muss ihm für diese Arbeit, die er geleistet hat, gratulieren. Sie sind ja von der Oberliga aufgestiegen in die Regionalliga und jetzt stehen sie vorm Tor. Man kann froh sein, dass man den Dirk Heine dort geholt hat. Und er hat also auch die Mannschaft zusammengesetzt, so wie man sie braucht. Es ist nicht mit Stars bestickt, sondern es ist ein Team geworden, auch die auf der Ersatzbank sitzen. Und das macht mich halt optimistisch auch für die Zukunft. Er ist ein super Trainer, also ein super Mensch. Und ich denke mal, der passt genau wie Faust aufs Auge zur Mannschaft und damit kommen wir nach oben. Der Besuch von Werder Bremens zweiter Mannschaft war die Gelegenheit für die Magdeburger, ihre Ansprüche auf einen Aufstiegsplatz zu untermauern. Da 10 Teams um diese Plätze kämpften, waren 3 Punkte in diesem Spiel überlebenswichtig. Und Magdeburg erwischte einen perfekten Start. Stefan Pientaks Durchbruch auf der rechten Seite, gefolgt von einem perfekten Pass, wurden von einem völlig freistehenden Alexander Kutuliak verwertet. Erfolgreich war der Spieler mit Rücken Nummer 15, Alexander! Und nur 4 Minuten später schob Kutuliak zum 8. Mal in dieser Saison ein und machte den Sieg perfekt. Also so wünscht man sich einen Start hier zu Hause und ich denke, dass wir jetzt Gas geben werden und noch 1-2 Tore nachlegen. Das ist ein neues Spiel und wir wollen gewinnen und wir haben ein bisschen Ziel vor Augen. Ich denke, das machen wir auch heute. Rund 11.000 fußballverrückte Magdeburger feierten diesen Sieg im Stadion. Aus Bremen kamen leider nur 12 Gäste. Wieder einmal war Alexander Kutuliak der Held nach einer großartigen Leistung der gesamten Mannschaft. Super Gefühl, gerade auch weil wir 2-0 gewonnen haben. Und jetzt das Ergebnis war gerade 1-1 zwischen Lübeck und Wuppertal. Ich denke, dass wir jetzt auf dem Aufstiegsplatz sind. Und wir müssen halt versuchen, den Platz zu verteidigen bis zum Ende der Saison. Mensch, wir müssen mal Spiel zu Spiel denken. Wenn wir das weitermachen, die Konzentration aufrechterhalten,
dann denke ich dann, es ist ja ganz viel möglich. Aber wenn wir jetzt anfangen zu spät und zu weit zu denken, dann geht es den Bach runter. Und deswegen, wir bleiben bescheiden. Jedes Spiel, jeder Sieg ist eine Sensation für uns. Und ich denke mal, das ist auch das Erfolgsgeheimnis. Auf jeden Fall, ja, die Kulisse, die Fans, die stehen uns ja absolut als 12. Mann hier zur Seite. Und das ist ja überragend. Ja. Wir müssen ja ganz genau zweite Halbzeit, obwohl die zweite Halbzeit gar nicht so gut gespielt war. Aber wir hätten immer noch Potenzial gehabt, nach vorne gut zu machen. Erstmal haben sie ein wunderschönes Stadion, das ist auf jeden Fall zweitligatauglich. Und wenn sie hier dann ihre Spiele gut machen mit dem Fans im Rücken, dann traue ich denen das schon zu, ein gutes Resultat zu erzielen. Ich denke mal, die Mannschaft ist so gefreut auf das blutige Spiel, Freitagabend, die Stimmung, die Atmosphäre. Ist natürlich wunderbar, dass man gleich innerhalb 20 Minuten die Tore macht. Das ist dann Selbstläufer ein bisschen gewesen. Und fantastischer Abend, wunderbare Stimmung, passt alles. Ich hoffe, dass noch mehr kommen, dass noch eine größere Euphorie hier in Magdeburg entsteht. Und ja, vielleicht ist das der Schlüssel zum Erfolg zum Schluss. Wenn man durch die Innenstadt fährt und vergleicht das vor 20 Jahren, dann ist dort Leben. Die Stadt lebt, sie hat sich saniert, die Altbauten sind restauriert worden. Und ja, man kann sich in dieser Stadt auch wohlfühlen. Die größten Erfolge, unwahrscheinlich internationale Erfolge gehabt. Und das Herz hängt immer noch, obwohl ich in Frankfurt am Main wohne, das ist ein Stückchen weg. Aber ich verfolge den 1. FC Magdeburg seit 20 Jahren aus der Richtung. Und wir treffen uns ja jedes Jahr als Mannschaft und feiern unsere Tradition, die wir jedes Jahr machen. Und das ist immer ein schönes Gefühl, wieder zusammenzukommen. Die Gefühle waren nicht so stark wie die in den westlichen Regionen, weil die Politik das gar nicht so zugelassen hat. Wir haben uns zwar alle gefreut und wurden dann auch empfangen hier auf dem alten Markt und so weiter, aber das war alles erträglich, das war nicht so enorm groß herausgestrichen, wie das jetzt der Fall ist und so weiter. Und trotzdem war es für uns eine Ehre, dass wir Magdeburg vertreten haben, im europäischen Maßstab fußballerisch gesehen. Ich war zwei Tage bevor ich unterschrieben habe, schon mal hier in Magdeburg, habe mir alles angeguckt und sowas halt und war auch sehr überrascht von dem Umfeld hier in Magdeburg und so und habe auch mit dem Trainer gesprochen und auch mit einigen Spielern. Ich kannte ja noch zwei Spieler von Hannover Zeiten, den Herrn Brücker und den Kontoljak. Und die haben mir auch gesagt, dass es halt ein super Teamgeist ist hier und sehr viel Spaß macht in der Truppe halt. Und dann habe ich mich eigentlich auch schnell entschieden für Magdeburg halt. Man sieht ja auch mit dem schönen Stadion jetzt hier, ist das eine super Atmosphäre hier. Für Magdeburg auf jeden Fall. Wir sind eine fußballbegeisterte Stadt, da gibt es gar keine Frage. Wir wissen das ja, wie es vorher war, zu DDR-Zeiten mit dem FCM. Ja, da waren immer 30.000 und drinnen im Stadion. Da war eine Stimmung. Ja, und dann kommen hier auch wieder, bin ich sicher. Ich bin ja nun mit Elbwasser getauft, bin Magdeburger. Da hängt natürlich mein Herz an Magdeburg, ist ja logisch. Wobei Eiserne Union war ja immer auch eine gute Truppe, die habe ich natürlich auch mal bewundert. Aber natürlich, ich bin Magdeburger und bin natürlich für unsere Mannschaft. Ich hoffe, dass wir auch aufsteigen. Das gibt doch ein gutes Signal. Man spürt ja, wie emotional auch die ganze Region für den 1. FC Magdeburg fiebert. Und das ist gut so. Das müssen wir unterstützen und darum bin ich auch heute hier. Ja, jetzt hier von kulturellmäßig ist ja Berlin nur mehr los, ja. So wie Magdeburg, aber jetzt hier so fanpotenzialmäßig, ja, also es ist prima. Also so von der Stadt her, wie gesagt, ist ja Berlin Hauptstadt, ja, ist ja kein Vergleich mit Magdeburg, ja, aber welche Sache ist Magdeburg fußballverrückter wie Berlin, ja. Ich bin zwar nicht hier geboren, aber ich wohne hier schon seit meiner Kindheit, ich habe nie woanders gewohnt und das ist die schönste Stadt der Welt für mich natürlich, ja, und jetzt natürlich auch durch das Stadion und die ganze Atmosphäre, die hier aufkommt, wenn wir hier zum Stadion fahren, das ist einfach unglaublich. Gewisse Spiel gegen Magdeburg, da waren meistens unsere Heimspiele in der Erdkosterei ausverkauft, 22.000, super Stimmung. Und damals war ja Union und Magdeburg, wir waren ja, kann man sagen, freundschaftlich verbunden. Da gab es ja keine Rivalität wie heutzutage, ne? Keine so eine extreme Aggressivität. Und er selber als Union-Fan eigentlich auch Fan war, weil Magdeburg hat ja damals super Fußball gespielt, hat Europapokal gespielt, hat man die Daumen gedrückt, klar. Also ich gehe mit wenig Hoffnung rein, aber wenn wir was reißen, dann umso schöner. Den Osttruppen den Aufstieg zu vermasseln, das macht ja mal Spaß. Ne? Also Dynamo Dresden kann ja keiner leiden. Magdeburg geht noch, aber wie gesagt, die Nummer 1 sind ja wir. Wa? Einen Auswärtssieg bei Herthas Zweiter
folgte ein Besuch des alten DDR-Oberliga-Rivalen Union Berlin in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts. Die Teams wurden beim Auflaufen mit großartigen Fan-Choreos und einer atemberaubenden Atmosphäre begrüßt, die das gesamte Stadion erfasst hatte. Beide Vereine hatten sich in der oberen Hälfte der Tabelle festgesetzt und waren bemüht, keine frühen Gegentreffer zu kassieren. Und obwohl Union in den ersten 45 Minuten Spielvorteile hatte, gelang es weder ihnen noch dem Gastgeber, zwingende Chancen herauszuspielen. Die 18.000 fußballbegeisterten Zuschauer ließen nicht nach und beide Mannschaften bekamen die volle Unterstützung ihrer Anhänger. Die Reservespieler konnten nur zusehen, doch gab es vom Trainer weitere Anweisungen für das Team. In der zweiten Hälfte müsste es wesentlich offensiver und organisierter nach vorn gehen, um die anvisierten 3 Punkte in Magdeburg zu behalten. Bei den Unionern sind die Masse der Fans friedlich und wollen ihre Mannschaft anfeuern. Ein paar Idioten gibt es immer und überall, egal ob das Union ist, ob das Magdeburg ist, ob das Dresden ist oder wer auch immer. Die auszuschalten, da muss irgendwas getan werden, auf jeden Fall. Es waren die Hauptstädter, die in den ersten Minuten nach der Pause besser ins Spiel fanden. Ein perfekter Kopfball des deutschen U21-Nationalspielers Daniel Schulz eröffnete den Torreigen und ließ die Gästefans jubeln. Wir haben vorher darauf hingewiesen, dass wir im Standardstart sind. Und das müssen wir wissen. Und dann kriegen wir da so einen dämlichen Freistoß. Ich weiß nicht, ob es ein Foul gewesen ist. Und dann machen sie das natürlich gut mit dem Kopfball. Wussten wir vorher. Jetzt müssen wir halt Gas geben und versuchen, noch den Ausgleich oder den Sieg noch zu holen. Aber wenn wir so weiterspielen, wird wahrscheinlich nicht mehr. In Minute 57 strukturierte Trainer Dirk Heine die Offensive um und brachte Christopher Kullmann und Andi Müller ins Spiel. Und schon nach 6 Minuten wurde diese Maßnahme belohnt. Frank Gersters Freistoß konnte nicht entschärft werden und so hatte Kais Manai die Chance und traf zum zweiten Mal in 2 Wochen. Der Ausgleich war perfekt. Alexander Kotuliaks Dribbling brachte die Union-Abwehr komplett durcheinander und der Torschütze Schulz wurde vom gefeierten Helden zur tragischen Figur für die Berliner. Er faulte den Magdeburger Stürmer und sah dafür die gelb-rote Karte. Die Dinge entwickelten sich zugunsten der Männer in Weiß und die Fans und Trainerbank der Elbestädter spürten dies. Manai hatte beim Freistoß noch Pech, doch ließ das Glück nicht lange auf sich warten. Müllers Querpass findet Kullmann am langen Pfosten. Dieser überwindet Torhüter Glinker mit dem Kopf und stürzt die Fans und seine Teamkollegen in einen Freudentaumel. Aber wir haben, glaube ich, guten Moral bewiesen, haben das Spiel umgewogen und ich glaube, wir machen noch ein drittes. Und auch der Wunsch nach dem erlösenden dritten Treffer wurde in der 84. Minute erhört. Dani Kukulis setzt der überragenden Leistung während der letzten 30 Minuten des Spiels die Krone auf. Abpfiff konnten dann auch Torwart Christian Bär und die Abwehr entspannt eine solide Leistung und natürlich die 3 Punkte für den Club feiern. So viel Tore zu machen können, ey! Wir glauben an den Sieg. Wir glauben auf den Aufstieg und wir glauben an den Sieg. Das machen wir!
Wir stehen oben. Wir haben momentan das nötige Glück. Bei der Bombenstimmung hier, bei den Zuschauern, ist einfach eine Pflicht, nach dem Rückstand wieder zurückzukommen. Ja. Ja, es ist ein Wahnsinnsspiel gewesen hier vor 18.000 Zuschauern, sicherlich mit einem abgefälschten Tor, und dann sind wir gekommen und haben, denke ich, auch am Ende verdient gewonnen. Super Spiel, Glückwunsch an die Mannschaft. Ja, wie gesagt, war für mich eine lange, lange Leidenszeit gewesen. Ja, ich habe jetzt viele Spiele nicht gespielt, jetzt wieder von Anfang an. Und mit dem Tor, denke ich mal, habe ich eine gute Leistung gekrönt heute und einfach nur glücklich. Und ich habe 3 Punkte wiederholt und der Traum geht weiter und am Ende stehen wir ganz oben. Dynamo war schon gut, aber das heute war natürlich noch viel besser, weil Dynamo hat so hingeplätschert, Jena wollte so richtig nach vorne und hier sind sie alle wieder nach vorne gegangen. Und das hat das Publikum, wir haben die Unioner, haben unsere Fans gemerkt und das ist absolut geil. Wenn man solche Fans hat, denke ich, kann jeder Verein, jede Mannschaft glücklich sein, stolz sein. Sie stehen immer hinter einem. Wichtig, dass man immer Gas gibt, das wollen sie sehen und ich denke, das konnten wir heute ganz gut erfüllen. Ich meine, die spielen um Aufstieg, da kann man nichts anderes erwarten, aber an sich war es eine super Atmosphäre hier. Klar, das ist ein super Gefühl. Ich meine, es war eine lange Durststrecke. Und vor allem gleich in so einem Spiel dann wieder zu treffen, das ist super. Besser geht's nicht. Das Spiel hat uns fertig gemacht heute. Körperlich, nervig, alles. Kann man heute ausschlafen. Vielleicht morgen ist frei. Werden wir sehen nächste Woche, was rauskommt. Nachdem die Tore von Stefan Pintak und Kais Manai in Wilhelmshaven Magdeburg zusammen mit St. Pauli nach vorne im Kampf um den Aufstieg brachten, legte Zeugwart Heiko Horner in der Kabine die weißen Trikots für das Spiel gegen Leverkusens zweite Mannschaft bereit. Ja, wir haben mit den weißen Trikots eine kleine Serie gestartet und da halten wir mal daran fest und hoffen, dass wir die Serie damit weiter fortführen. Wir haben ja noch den Aufstieg noch nicht geschafft. Wir sind ja einfach nur jetzt oben mit bei. Wir sind Zweiter. Wir haben noch 3 schwere Spiele. Und wenn wir da nachher über den Strich stehen, dann haben wir es geschafft. Vorher haben wir noch nichts geschafft. Vor dem Spiel gegen Leverkusens Zweite besuchte eine Gruppe ehemaliger FCM-Helden um den Erfolgstrainer Heinz Krügel das neue Stadion Magdeburg. Wir sind von der Knaben über die Jugend, Junioren in die erste Mannschaft gekommen und haben dort große Erfolge gefeiert. Die nachahmenswert sind für unsere Mannschaft jetzt. Und ich bin der Meinung, solche Spieler wie diese beiden gibt es nur selten, vielleicht gar nicht mehr. Ich freue mich darüber, dass ich diese kennengelernt habe und entwickeln durfte. Für Magdeburg, das ist vor allem wichtig, denn wir waren zur damaligen Zeit, haben wir Magdeburg populär gemacht. Denn damals war nur ein Dämonwerk da, was nach Osten geführt hat. Und wir Fußballkreise in ganz Europa rumgekommen und hat uns populär gemacht in jeder Beziehung. Wir sind ja immer fast zusammengeblieben. Gut, bei uns damals war das nicht so einfach mit dem Wechsel, aber das hat auch keiner vermisst. Und ja, große Liebe zu Magdeburg. Magdeburg ist ein schlafender Riese, das habe ich schon vor zig Jahren gesagt, als es mal mehrere Wellentäler gab. Und das sieht man jetzt, wenn die Leistungen da sind, so ähnlich war es bei uns, dann kommen die Zuschauer auch in Scharen. Und die sind dann 12. oder 13. Mann. Ich glaube, ich habe am längsten von allen hier gespielt. Ich habe knapp 20 Jahre in diesem Verein gespielt, in der ersten Männermannschaft. Habe also alle Höhen auch immer ein Tief mitgemacht, 1965, als wir abgestiegen sind. Aber danach wurden wir erfolgreich. Dann kam der Trainer Heinz Krügel und seitdem ging es eigentlich nur bergauf. Ausgezeichnet war die Organisation der Nachwuchsarbeit durch Stützpunkte, durch hervorragende Trainer und so weiter, aber auch durch die Zufuhr der Nachwuchsspieler aus den Dörfern, aus der Umgebung und so weiter, wurden die Spieler, die befähigt waren dazu, uns zudelegiert. Und wir haben die dann weitergebildet in jeder Beziehung. Und die haben wir selber erzogen und aber auch im Training, ich möchte mal sagen, die Stabilität erreicht, die sie technisch, taktisch und mannschaftlich, kollegial gesehen, in jeder Beziehung, ich möchte mal den Tag geboten haben. Und das war der große Erfolg. Die Liebe zum Sport, die Fähigkeit, sich selbst zu entwickeln, einen Tatendrang folgen zu lassen und vor allem gelobt sei, was hart macht. Dieser pädagogische Aspekt spielt eine absolut entscheidende Rolle, weil es ist nun mal so, und ich denke mir mal auch statistisch hinterlegt, dass die wenigsten Spieler, die auch dieses Nachwuchsleistungszentrum in den unterschiedlichsten Mannschaften durchlaufen, auch später die Möglichkeit haben, wirklich ihren Beruf als Berufsfußballer ausüben zu können. Und deswegen werde ich und auch sicherlich in Verbindung mit den Trainern, mit der Schule, mit dem Sportgymnasium, Sportsekundarschule,
auch wirklich ein großes Augenmerk darauf legen, dass diese Sachen, schulische Ausbildung, dann auch ihre Entwicklung im menschlichen Bereich auch so weit in den Bahn gelenkt wird, dass wir sagen können, wir haben nach Abschluss dieser Ausbildungsstufen auch Spieler mitgeprägt und ihnen auch die Möglichkeit gegeben, dann das fundierte Wissen mit einem persönlichen guten Schulabschluss auch dann auch weitergeben zu können. Also das halte ich schon für sehr, sehr wichtig. Und nichts so schöner, als wenn einer von unseren Jungs, sag ich mal, das Blauweiße Trikot trägt, zum Beispiel Pippi Neumann oder Kulle, das sind ja halt immer die Stars bei uns oder die Lieblinge. Das ist schon enorm wichtig. Und der FCM ist ja eigentlich auch berühmt dafür, eine gute Nachwuchsarbeit zu haben. Wenn man natürlich nicht, die Zeiten sind vorbei, dass alle Spieler aus der Region kommen und so weiter wie damals, das gibt es nicht mehr, aber das ist schon wichtig und ich hoffe auch, dass den Weg weitergehen. Benni! Die A-Jugend ist sozusagen das letzte Glied in der Kette im Nachwuchs. Von dort aus geht es dann halt in den Männerbereich und das ist ja eigentlich der große Schritt. Da haben wir in diesem Jahr das Glück, dass wir mit der zweiten Mannschaft in die Verbandsliga aufgestiegen sind. Und von der Warte her ist, denk ich mal, das auch eine ganz gute, von der Qualität her eine gute Liga, um für Nachwuchsspieler in Auffangbecken zu schaffen. Und die A-Jugend des ersten FC Magdeburg ist fast in die Bundesliga aufgestiegen. Das eröffnet den Spielern andere Möglichkeiten, die Qualität der Spiele wird besser und auch demzufolge die Qualität der Spieler, die sich also beweisen müssen, gegen gutklassige Mannschaften zu bestehen. In der Regionalliga sieht das halt so aus, dass da vielleicht 3-4 Mannschaften das Niveau bestimmen und die anderen Mannschaften gegen den Abstieg kämpfen, da ist die Qualität also dann nicht ganz so gegeben. Ja, das ist sicherlich gut, dass das bei uns so ist. Hat sich wahrscheinlich auch bezahlt gemacht, so auf die Nachwuchsarbeit zu setzen. Aber letztendlich, egal von wo die Spieler herkommen, es funktioniert einfach, es ist ein tolles Team und wir sind halt eine Einheit. Wir haben halt keinen Star und wir sind nur als Team erfolgreich. Das weiß jeder und deswegen bringt jeder seine Stärken ein. Wir haben ja das Geld nicht. Also müssen wir auf Nachwuchs hoffen. Man kann sich identifizieren mit den Spielern, weil es eben Magdeburger sind. Leverkusen erwischte bei diesem Spiel den besseren Beginn. Heute könnte Magdeburg den Aufstieg bereits perfekt machen, wenn sie gewinnen und Emden und Osnabrück verlieren würden. Nachdem Alexander Kutuliak vom Gästekeeper Fernandes zu Fall gebracht wurde, was der Schiedsrichter mit Rot bestrafte, sah es sehr gut aus für den Klub. Kurz nachdem Frank Gerst das Freistoß die Latte getroffen hatte, kamen aus Dresden gute Nachrichten. Dresden legte noch einen drauf vor der Halbzeit und Kiel führte in Osnabrück. In Magdeburg stand es nur 0:0 zur Pause. Ja, die spielen ja alle für uns heute hier. Ja? Wir müssen jetzt bloß noch ein Tor machen. Das ist nur ein Mann mehr. Das sieht ganz gut aus für uns, denke ich. Ich denke, wir sind ein bisschen nervös. Ja. Ich denke, es lässt einen großen Druck auf unseren Schultern jetzt. Und naja, ich denke, wenn da dann das Tor fällt, dann ist eine Befreiung für uns. Und dann denke ich, spielen wir auch das Ding noch runter. Meister der Herzen, die Schalke, reicht uns einfach nicht. Ist so. Jetzt, wo wir die Chance haben, da müssen wir aufsteigen. Einfach nur geil. Das ist genau das, was uns Magdeburg auch braucht. Ja, ist auf jeden Fall unglaublich, dass am Ende vielleicht der Erzfeind uns heute schon dazu verhilft, in die zweite Liga aufzusteigen und so. Und deshalb würde ich auch trotzdem ein fröhliches Ey, vielen Dank, Dresden. Thank you.
zweite Hälfte lief ab wie die erste. Sehr viel Druck und kein Tor. Bis zur 83. Minute. Stefan Neumanns abgefälschter Schuss katapultierte Magdeburg in die zweite Bundesliga. Die Fans waren im siebten Himmel und endlich sah es so aus, als stünden wieder ruhmreiche Zeiten bevor. Es ging in die 89. Minute und die Fans und Spieler waren bereit, den Aufstieg zu feiern. Doch dann folgte die Katastrophe. Schultens erzielte den Ausgleich und aus Osnabrück hörte man, dass die Mannschaft das Spiel gewendet und gegen Kiel gewonnen hatte. Magdeburg führte die Tabelle an, doch mussten nun alle auf die Verwirklichung des großen Traums warten. Wir sind so kurz vorm Ziel jetzt und dann kriegen wir so ein Scheiß-Tor, ey. Das kann man nicht beschreiben. Da muss nächste Woche ran. Muss einen Punkt holen, dann sind wir fertig. Ja, das ist natürlich großer Mist. Also eigentlich schade, dass man so kurz vor Schluss dann noch ein Ausgleichstor fängt. Und ich denke, mit einem Sieg wären wir ja heute wohl auch nicht aufgestiegen, wie die Ergebnisse sind. Aber man hätte dann wirklich auch mit einem Punkt noch gut leben können. So ist es ärgerlich und das ist ein Punkt, der Leverkusen nichts nutzt und der uns groß schadet. Und es wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn der Leverkusener Torwart da am Anfang in der ersten Halbzeit seine Füße weggelassen hätte. Wir hätten das Tor gemacht statt dieser Treterei. Das hat uns ja überhaupt nichts genutzt. Aber egal, wir steigen nächste Woche auf. War ein Befreiungsschlag gewesen, ja, für mich selber und auch für die Mannschaft, ja, und ich denke, wir haben uns alle so früh gefreut, ja, geht 1-0 Führung, ja, also noch 5 Minuten zu spielen oder so, glaube ich, ja, oder 6 Minuten zu spielen gewesen und dann 3 Minuten, 4 Minuten vor Schluss das dumme Tor, ja, also ich weiß nicht, ob es Unvermögen war heute oder die Kräfte nachgelassen haben, aber das war, ob die heute noch einen Punkt holst oder nicht, das war heute in Niederlage gewesen, ja, aber wir werden uns wieder aufbauen, wir werden die Woche hart trainieren. Der Trainer wird die richtigen Worte finden und nächste Woche in M versuchen, 3 Punkte zu holen. Ich habe mich riesig über das Tor gefreut, aber wir sind einfach zu dumm und das darf nicht passieren, dass wir hier noch das Gegentor kriegen, gerade gegen 10 Mann. Ja, wenn man, ich sag mal, 2 oder 3 Minuten schon, ich sag mal, das große Ziel erreicht hat, dann ist man schon euphorisch. Und wenn man dann auf einmal, dann wird es einem weggenommen, ich sag mal, die gute Sache, dann ist man schon deprimiert. Und die Mannschaft ist natürlich auch deprimiert, dass es eben nicht erreicht hat heute. Ne, und ich habe der Truppe gesagt, es ist nicht Saisonende. Wir haben noch 2 Spiele und haben es weiter in der Hand. Und nächste Woche, nächster Versuch. Kurz nach 5 Uhr morgens traten die FCM-Fans die lange Reise nach Emden an. Ich bin früh aufgestanden, bin ich nicht, weil ich bin seit gestern wach. Ich hab durchgemacht. Das sind auch die richtigen Leute sind dabei. Das ist richtig geil, macht Spaß. Wir werden einfach feiern. Saufen, feiern, feiern und feiern. Also wenn es heute passieren würde, dann wäre es geiler, als wenn es nächste Woche erst gegen Pauli passieren würde. Weil ich sag mal, heute kann man eine viel geilere Party feiern, denke ich mal. Das ist hier mal zum Kiosk. Auf dem Weg zum Stadion schrie ein sogenannter Fan einem vorbeilaufenden Schwarzen rassistische Sprüche entgegen. Andere FCM-Fans wollten ihn daraufhin zur Rede stellen. Doch der Mann ging auf die eigenen Leute los. Auch die Spieler mussten die lange Reise nach Emden antreten. Ja, wir sind gestern gekommen, aber klar, dass es eine lange Strecke ist. Aber alle Fußballspieler sind gewöhnt. Macht uns nichts aus.
gewinnen wir das Spiel heute und fahren wir nach Hause. Ja, super Stimmung. Die Jungs sind in toller Laune. Wir hoffen natürlich, dass wir heute hier das Ding klar machen. Doch es gab schlechte Neuigkeiten für den FC Magdeburg. Topstürmer Alexander Kotuliak war die Woche über krank gewesen. Ja, ich denke mal, für die zweite Halbzeit, letzte halbe Stunde wird es reichen. Und ich denke mal, mit Kulla habe ich eine gute Vertretung und denke mal, dass wir da auch damit gut fahren werden. Ja, wir sind eine Mannschaft, jeder gibt alles für den anderen und denke mal, dass es dann reicht am Ende. Also ich bin der Meinung, dass sie es schaffen. Sie holen hier einen Punkt und dann gehen St. Pauli gewinnen. Das Spiel begann und Schiedsrichter André Stachowiak pfiff alle paar Sekunden, um Freistöße zu verteilen. Somit war es kaum eine Überraschung, dass bereits abgepfiffen worden war, als Marcel Probst das Tor traf. Die Emder Feuerwehr hatte eine Stunde lang Wasser vom Spielfeld gepumpt, damit das Spiel überhaupt stattfinden konnte. Doch der Platz war noch immer in einem fürchterlichen Zustand. Die erste Hälfte war ereignislos und bot kaum Torraumszenen. Magdeburg ist enorm. Ja, das finde ich sehr gut. Vor allem, dass es richtig sind. Die zweite Hälfte begann schlecht für die Magdeburger. Rudolf Cedi traf für die Kickers. Zeit für Alexander Kotuliak ins Spiel einzugreifen. Und schon bei einer seiner ersten Aktionen wird er im Strafraum zu Fall gebracht. Doch der Elfmeter wird nicht gegeben und nun sollte es noch härter kommen. Um seinen Mannschaftskameraden vor den Emdern zu beschützen, setzt Kais Manai ungeschickt seine Hände ein und wurde nach einer gelben Karte in Halbzeit 1 mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Magdeburg musste nun zu 10 weiterspielen. Heines Reaktion sendete positive Signale. Er brachte Björn Lindemann und Top-Joker Sven Kubis. Und dies zahlte sich sofort aus. Kubis erzielte das 1:1. Die Freude währte nur kurz. 2 Minuten später brachte Willini Zerzi Emden wieder in Führung. Die Magdeburger drückten kontinuierlich nach vorn, konnten aber nicht erfolgreich abschließen. Dann liefen die 10 Mann in einen Konter. Dennis Tornipod erzielte das 3:1. Jedoch der Club gab nicht auf und in der 81. Minute machte Sven Kubis sein 2. Tor und gab den FCM-Fans neue Hoffnung. Doch auch heute sollte es wieder nicht mit dem Aufstieg klappen. Denn Nermin Selikovic erzielte Emdens 4. Treffer. Nach Spielende wurde bekannt, dass die beiden anderen Aufstiegsfavoriten Wuppertal und Osnabrück ihre Partien gewonnen hatten.
Da ist viel Emotionen im Spiel und es ist schwer, sich da zurückzuhalten. Und wir müssen halt gegen Pauli jetzt Arsch abreißen und einfach die drei Punkte holen. Wir wollten hier nicht verlieren, wir wollten hier, sag ich mal, gewinnen, das ist ganz klar. Und am Ende hat es nicht gereicht, aber wir haben es noch in eigener Hand. Nächste Woche zu Hause gegen St. Pauli und dann kriegen wir das schon hin. Magdeburg hat nie aufgegeben, das hat man gemerkt. Und sicher haben wir den Sieg erst gemacht nach dem 4-2, ganz einfach. Die Fans haben sich super verhalten und super Stimmung gemacht. Mannschaft, ja, wir waren besser, kann man nicht mehr so sagen. Aber ich denke, St. Pauli wird das machen. St. Pauli gibt sich keine Blöße. St. Pauli wird Magdeburg schlagen, um Fußballfest auf den Kiez zu feiern. Wir werden Wuppertal schlagen und dann gucken wir mal, was passiert. Ja, aber trotzdem, wir haben es geschafft. Ja, wir haben eine tolle Leistung. Kais will nur alle zu beschützen und die stürmen alle auf ihn rauf, denke ich, da hat der Schiri den Falschen die gelbe Karte gegeben. Trotzdem, wir haben das verloren. Wir haben, denke ich, noch einen Punkt Vorsprung. Und das müssen wir, der muss ihm reichen. Beziehungsweise wir müssen zu Hause gewinnen und dann ist das alles in Ordnung. Ein Blick auf die Tabelle zeigte, dass St. Pauli bereits aufgestiegen war und die Magdeburger lagen mit blanken Nerven weiterhin auf Platz 2. Am Samstag, dem 2. Juni, war St. Pauli zu Gast in Magdeburg. Es war der letzte Spieltag der Regionalligasaison 2006-2007. Ja, das ist, im Prinzip ist das ja so, dass man mit diesem Stadion erstmal die Grundvoraussetzungen gesetzt hat, um im bezahlten Fußball in Deutschland wieder zu spielen. Und jetzt ist es ein bisschen unerwartet auch für mich, dass sie mit dem heutigen Spiel, mit dem Sieg, in die zweite Bundesliga wieder aufsteigen können. Das ist eine hervorragende Arbeit, die man hier macht und vielleicht kann man dann diese Erfolge von 1974 wieder anknüpfen und das wünschen wir uns alle. Ich bin fantastic, especially for me, because I came from a fourth league in England and came here four months and I'm champion and I'm going to play in second league next year. I've been in a lot of stadium in Germany, but St. Pauli fans are like English fans. So for me, there's no change, but our fans are completely crazy. And it's, for me, it's like England, so I love it. We are here to win. We want to celebrate our promotion as well today. Partyatmosphäre empfing die Magdeburger, die aus einem geheimen Trainingslager zurückkamen, um dieses wichtigste Spiel der letzten Jahre zu bestreiten. Die Mannschaft ist super drauf und wir waren zwei Tage zusammen und da ist super Stimmung und das wollen wir heute beim Spiel sehen. Und die Blue Generation hatte sich etwas Besonderes einfallen lassen. Wir haben alle versucht, alle zwei Tage zu arbeiten. Das hat natürlich nicht immer ganz geklappt, weil wir noch ein Ende waren und sowas. Aber alles in allem kann man sagen, eigentlich jeden Tag in den letzten zwei Wochen. Immer so 8 Arbeitsstunden mit verschiedenen Räumen, mit verschiedenen Lokalitäten. Wir machen ja die Kurve nicht, weil Pauli da ist, sondern wir hätten ja heute auch gegen Wackerburghausen spielen können oder sonst irgendwen, dann wäre die Kurve trotzdem gekommen. Aber sonst waren wir hier in dem Bereich ja eher wenig kurios, weil erstens ist es Kostenaufwand, ein enormer für diesen Bereich. Und des Weiteren haben wir noch nicht so das Vertrauen in den ganzen Block, dass das doch wirklich immer klappt. Das ist ja heute eine Art Generalprobe. Es kann auch kompletter Morks werden und vollständig scheitern. Davon muss man ausgehen, das ist dann schade, aber irgendwann muss auch mal klappen. Die Tickets waren innerhalb von nur 3 Stunden ausverkauft gewesen. Alle Fans hofften, dass die blau-weißen Helden dem FC St. Pauli in die zweite Bundesliga folgen können. Und so versammelten sich auch hunderte Anhänger auf dem alten Markt, um dort das Spiel auf der Leinwand zu verfolgen. Kais Manai war durch die gelb-rote Karte im Emden gesperrt und auch Christopher Kullmann, der am vorletzten Spieltag die 5. gelbe Karte in dieser Saison gesehen hatte, war nicht dabei. Damit standen nur Sven Kubis und Björn Lindemann in der Startelf. Kubis war es auch, der beinahe den ersten Treffer erzielte, doch sein Kopfball prallte nur gegen den Pfosten. Der Club hatte sich entschieden, die Zwischenstände aus den anderen Aufstiegsspielen nicht anzeigen zu lassen. Doch dieser Fan hörte die großartigen Neuigkeiten. Ahlen führte in Osnabrück. Hey, 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 hey.
Wuppertal stand es noch 0:0. Und mit diesen Ergebnissen würde selbst eine Niederlage den Aufstieg nicht verhindern können. Die Mathematiker hatten vor dem Spiel alle Möglichkeiten durchgerechnet. Die Männer in Weiß aber wussten, dass nur ein Sieg den Aufstieg garantieren würde. Und dementsprechend legten sie sich ins Zeug und zeigten die vielleicht beste erste Hälfte dieser Saison. Na, ich denke mal, wir machen alles richtig bis jetzt. Spielen nach vorne, aber stehen hinten auch sicher. Und ich denke mal schon, dass wir noch ein Tor machen und das ist dann reich für uns. Also ich sag mal so, da hat ja keiner mit gerechnet, sag ich mal. Für uns ist das jetzt, sag ich mal, ist einfach Wahnsinn, sag ich mal so. Und jeder glaubt jetzt auch fest dran. Ich sag mal, es wäre auch eine Enttäuschung, sag ich mal, wenn wir es jetzt nicht schaffen würden. Aber die Saison bis jetzt war toll. Die 25.000 Fans feuerten ihre Vereine weiterhin mit vollem Eifer an und auf dem Spielfeld lieferten sich die Teams ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Schließlich hatte Sven Kubis eine Großchance. Doch sein Volleyschuss wurde irgendwie vom großartigen Pauli-Keeper Patrick Burger abgewehrt. Nach einer Stunde allerdings schaffte St. Pauli den Durchbruch. Kurus Kopfball brachte die Gäste 1:0 in Führung. Und als wäre dies nicht schon genug des Übels, glich Osnabrück gegen Aalen aus und Wuppertal lag gegen Emden vorn. Die Fans des Kiezclubs genossen ihre Reise in die Stadt Ebb aufwärts, aber Dirk Heine setzte ein Zeichen und brachte Matthias von der Wett und Dani Kukulis. Und es war der Youngster von der Wett, der eine Ecke direkt vor den Fans in der Nordostkurve rausholte. Andi Müller zog die Ecke perfekt in den Strafraum und Björn Lindemann machte sein erstes Tor im FCM-Trikot. Es gab gute Neuigkeiten aus Wuppertal. Emden hatte gekämpft und gewann 4:2. Bliebe es dabei, wäre Magdeburg in Liga 2 angekommen. Doch das Team wollte die 3 Punkte, um den Aufstieg zu sichern. Stetiger Druck brachte eine Chance nach der anderen, doch die St. Pauli-Abwehr hielt den Angriffen stand. Doch die letzten Minuten brachten die dramatische Wende. Osnabrück erzielte in der vorletzten Spielminute den Siegtreffer gegen Aalen, der Endstand 2:1. Magdeburg musste gewinnen, um aufsteigen zu können. Und die letzte Gelegenheit, diesen Traum zu verwirklichen, hatte Frank Gerster. Oh,
Gäste, aber nun das Publikum und so dazwischen kommt alles. Nächstes Jahr greift man wieder an. Da werden wir genauso feiern wie jetzt in St. Pauli. Gönn ich die, sollen ja drinnen bleiben. Und wir kommen nächstes Jahr nach. Natürlich geht es weiter nächste Saison, aber wenn du die ganzen letzten Spieltage bis heute auf dem Aufstiegsplatz stehst, dann passiert sowas, das ist schon ein ganz bitteres Gefühl. Wenn keiner mit den Rechnern war aufstellen können, aber dann, wenn du die Chance hast, musst du ja auch packen. Und dann 5 Ende haben wir es nicht gepackt, aber egal, das Knisser geht weiter. Wir bleiben Clubfans, wir sind dabei. Ich hoffe natürlich, dass wir für die zweite, also für die neue Serie dann uns wieder vorbereiten. Es ist vorbei, der Traum, es war ein Traum. Ich bin sehr traurig darüber. Es hat nicht geklappt. Vielleicht klappt es im nächsten Jahr, aber ich finde jetzt zur Zeit auch keine Worte. Es war unheimlich spannend, aber zum Teil auch manchmal eben ärgerlich, ja, wie gegen Leverkusen das letzte Tor oder das zweite Tor, Gegentor hätte nicht sein müssen. Also ich finde es schade als ehemaliger Magdeburger, weil das, ich glaube, nicht nur vom Fußball her interessant gewesen wäre, sondern auch für die ganze Region. Vor allem von der Wirtschaft her wäre es, glaube ich, schön gewesen für uns, aber vielleicht in der nächsten Saison, noch mal sehen. Ich bin enttäuscht und denke mal, wie alle auch in Magdeburg, und haben eine super Saison gespielt, denke ich mal, und haben halt knapp den Aufstieg verfehlt, und muss man sehen jetzt halt, wie es weitergeht. Es ist natürlich bitter, wenn ich bedenke, dass wir vor 2 Wochen selber in Erfurt waren und die Magdeburger schon eigentlich für 5 Minuten aufgestiegen worden sind. Ich meine, wir sind hierher gefahren und wir wollten das Spiel nicht verlieren. Denn ist ganz klar, man kann sich dann in so einem Spiel nicht von der schlechten Seite präsentieren, nur weil man eine Woche vorher aufgestiegen ist und das Ziel klar gemacht hat. Und wir haben uns versucht, vernünftig auf dieses Spiel vorzubereiten, eine vernünftige Leistung abzurufen. Das sind wir unseren Fans schuldig, die den weiten Weg hierher gemacht haben. Und man ist es letztendlich, glaube ich, auch allen anderen Mannschaften schuldig, hier nochmal gut aufzutreten. Und ich glaube, die Magdeburger haben es heute auch wieder selber in der Hand gehabt. Sie hätten das Spiel gewinnen können. Die Chancen waren ganz klar mehr auf ihrer Seite. Und dementsprechend tut mir das leid für die Magdeburger, dass es hier nicht geklappt hat. Der Rahmen wäre perfekt gewesen. Glorious 70s, how could we ever forget? Legends and